Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Im letzten Part haben wir erlebt, dass Seymour endlich gestorben ist. Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu. Und wir wollen uns jetzt die Konversation anhören, die danach passiert. Falls es eine gibt. He will become sin with my help. Lies. Forget them. If he becomes sin, Sir Jekt will be saved. We're leaving. You know something, tell me! Tell me. Sin's my old man. You hid your head. Sin is my old man. My old man became Sin. I don't know how or why he did it. I felt him inside. And when I did, I knew it was true. My old man's spear is suffering. Sorry. Even knowing that Sin is your father. Still, you know, I must. I know. Let's get him. I think my old man would want that. You'd fight your own father? Yeah, no problem there. About your old man. You sure this ain't some kind of bad toxin dream or something? Then, Chapu. I think I'll just pretend I didn't hear nothing. I'm getting a little confused, yeah? Why'd all this have to happen? We'll learn when we arrive, soon. Alles klar. Auf nach Zanakant, um das Rätsel zu lösen. Noch ein Speicherpunkt. Yay! Ich will mal wieder Blitzball spielen. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Aber gut, das Thema hatten Tidus, hatte Tidus selbst und Tidus mit Jack ja schon selbst. Also von daher mal sehen. What are those? Those are faith. A summoning. Someone is using these faith. Someone is drawing energy from all of them. This many? Who wields power on this scale? And what could they be calling? Hey, you know something, don't you? Spill the beans. Look not to others for knowledge. This is your journey, too. Uni might die, you know? No. Aran's right. Huh? This is our... This is my story. What? Okay, ich fand die Szene, die wirklich Kino-like war, etwas kurz dafür, dass sie eingefügt wurde. Aber dennoch geil. Und was sehen wir jetzt? Ich habe so eine Vermutung.
habe so eine Vermutung, wir werden diesen Jungen am Anfang wiedersehen. Ist aber nur eine Vermutung. So, wir müssen anscheinend immer nur diesen einen Weg gehen. Gibt es auf der anderen Seite was? Ich glaube nicht. Ich soll hier rein. Ich habe da oben auch gerade keine Unregelmäßigkeiten entdecken können, wie Truhe, Lexika. Remember me? We met in Bavel. Yeah? But that wasn't the first time we met. I've known about you for a long time. A long, long time. I feel like I know you too. Where are we? Silly, don't recognize your own home? What's gotten into you, hey? Wake up! Wake up! Wait, this is a dream. Precisely. A dream? Are you crazy? I don't have time to be dreaming now. You're wrong. It's not that you're dreaming. You are a dream. Huh, wait a sec. Ich bin ein Traum, okay. Das heißt, wir leben in dieser Welt, in der neuen, ohne wirklich zu existieren oder was? Long ago, there was a war. Yeah, with Machina, right? Yes. A war between Xanarkand and Bavel. Bavel's Machina assured their victory from the start. Spira had never seen such power. The summoners of Xanarkand didn't stand a chance. Xanarkand was doomed to oblivion. That's why we tried to save it, if only in a memory. What did you do? The remaining summoners and the townspeople that survived the war, they all became Faith, Faith for the Summoning. The Summoning? You mean Sin? No, I mean this place. A Xanarkand that never sleeps. What? The dreams of the Faith summoned the memories of the city. They summoned all the buildings, all the people who lived there. The people? What? They're all dreams? Me? Too? Yes, you're a dream of the Faith. You, your father, your mother, everyone. All dreams. And if the Faith stopped dreaming... No! So what if I'm a dream? I like being here. We've been dreaming so long. We're tired. Would you and your father... Would you let us rest? Both you and your father have been touched by sin.
Sin, the one around whom all Spira, the Spiral, revolves. What are you saying? You two are more than just dreams now. Wake up! Wake up, please! Just a little more, and maybe... Maybe you are the dream that will end our dreaming at last. So langsam verstehe ich mehr. Are you all right? Oh, phew. Hey, we were so worried about you. You okay? I'm okay. What happened? Nothing. I blacked out. I was dreaming. You called me. And I woke up. Nothing like a good nap. Well, I'm ready. Let's go. Keiner vor, was hast du geträumt oder so ein Scheiß? Okay, so langsam verstehe ich mehr über Tyus selbst. Und was er nur mit Jack zu tun hat und warum sie so special sind, hat alles mit Sin zu tun. Aber ich will mehr wissen. Gib mir mehr Infos. Ah, ihr Astra. Natürlich gibt es ja auch Gegner. Und yay, soll ich jetzt die Gegner einfach so besiegen? Oder klauen? Ich meine, zwei werde ich sowieso derartig besiegen, und zwar genau den und den in der Mitte. Aber es geht ja um den Rest. Ich glaube, da kann man einfach mal durchswitchen, abwehren, 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 teilt es heute mal wieder mal auf. Weil Teil ist halt der ist, der Ekstase sammeln muss. Allerdings geht das nicht, wenn der Gegner so viel Leben hat. So, Walker und Yuna. Und dann kann es auch schon weitergehen. Noch ein Elektroschock, yay. Alles klar. Dein Ekstase ist auch bald wieder voll. Hoffe ich doch. Und Double Fall. Haben wir den nicht schon gehabt in irgendeiner Weise? Ach, Double Fall. Ich dachte gerade irgendwie Tidus wegen Blitzball, aber nee, Doppelfehler war das. Nässe und Stromschlag, Schlaf und Blindschlag, Schlag, nicht Schlaf. Na gut. Wir hätten doch noch irgendeinen Stab, ne? Keine Lanze, es war ein Stab bekommen. Nicht den Meisterstab. Schwarzstab. Toll, Blindattacke und ein paar Slots. Nice. Nicht. Ich vermisse hier ehrlich gesagt die Truhen und jetzt gibt es da vorne noch einen Speicherpunkt. Ich sag mal, was denn los? Na, ihr gefällt mir nicht. Raube! Was auch immer eine Lebensquelle bringt. Zack. Ich wünschte, Lulu wäre schneller. Aber es ist ja auch nur Wunschdenken. So, einmal Blindschock bitte. Kann der schon mal weniger anstellen. Das war sogar ein Crit. Kampflust. Solange Lulu lebt, ist mir das recht. Wow. So, Kimari. Keine Ahnung, warum die gerade nicht kontern. Aber mir soll's relativ recht sein.
Fällt mir ein, Lulu hat ja jetzt hartes Magie. Warum habe ich das noch nicht einmal angeguckt oder so, wenigstens? Schwarzmagie. Ist das hier hartes Magie? Nö. Spezial, hartes Magie. Zwei Zauber in einer Runde. Ja, kostet eigentlich nur die Mana, die es normalerweise auch kostet. Nehmen wir mal einen Blitzker. Ich hätte heilen sollen mit der. Wechsle ich die mal lieber aus. Hätte sonst heilen sollen, statt glauben mit Yuna. Aber sei es drum. Oh, Hände sind oben. Hat Yuna jetzt auch was gemacht? Ja komm, Hautschaden rauf. Hautschaden rauf. Panzerbrecher. Hoffe ich mal, dass das gut geht. So, Ken Mari. Dafür, dass das ein Panzerbrecher war, ist das aber ein Lame-Schaden. Na, immerhin macht Tidus gefühlt mehr Schaden. Ja, komm. Blindschock. Kann er immerhin nicht normal anwenden. Tidus hat die Ekstase, werde ich jetzt aber nicht benutzen. Warum will ich auch nochmal aus? Lüne fängt langsam an, ein bisschen Schaden zu machen. Ach, 4000. Ja gut. Lulu. Jetzt aber hartes Magie. Einmal Vaska und einmal Blitzka. Das ist also die hartes Magie. Nicht unbedingt eine Schwarzmagie, also kann sie Yuna leider nicht erlernen, wenn ich ihr ein Schwarzsphäroid gebe. Finde ich etwas schade, aber es wäre auch etwas okay. Aber irgendwann weiß ich, dass Lulu später zweimal Flair machen könnte. Frage nur, wie effektiv das dann sein wird und wie viel Mana das frisst. Weil wegen der Mana habe ich noch Bedenken, deswegen wollte ich das nämlich übrig lassen für später. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt schon tot wärst. Aber gut. So sei es. Gegentreffer. Ja. Unwichtig. Alles klar. Wird schon mal nicht gemocht. Welchen Weg soll ich jetzt zuerst gehen? Oh, Moment mal, kann ich denn überhaupt auch? Ach, Präventivschlag. Geil. Blindschock. Auch mal gleich Crit, ja, why not? Hades Magie, Vaska, Feuer. Sag du, bloß du bist gleich schon tot. Hätte ich dich nicht erblinden lassen müssen. So, Walker hat Ekstase. Lassen wir aber mal. Rico muss noch rauben. Genauso wie Ken Mari. Der schön Leben hat. Warum tue ich den überhaupt rein? Naja. Haut mal den aus. Warum wusste ich, dass der auf Ken Mari gehen wird? Kann mir das mal einer sagen? Warum? Okay, Engel. Nun gut, nun gut. Jeder wurde ausgeraubt. Tidus. Auch einfach mal drauf. Ich hätte den einfach rauben sollen. Scheiß drauf, als ob er nicht Dingsbums machen könnte. Wie bekommt Owl nochmal Ekstase? Auch durch Angreifen? Yep. Und Kamari? Nein. Alles klar. Schon verstanden. Ich
Ich glaube, die Hadesmagie zieht etwas sehr primaner, obwohl es einfach nur zwei Zauber sind für einen Zug. Ich habe so das Gefühl, dass Vaska und Feuga irgendwie mehr Schaden zusammen machen. Das war meine Flasche. Oder macht Feuga immer so viel Schaden? Kommt mir nämlich nicht so vor. Baum. Immerhin kriegen wir noch eine Lebensquelle dafür. Ich hoffe mal, jeder hat was gemacht. Sieht gut aus. Reiser. Schön zu wissen, dass wir da schon mal nicht hin können. Gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir hier weiter. Wir haben jetzt einen Weg statt zwei, wie ich dachte. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.